Ja, guten Abend. Wir gehen quasi von dem einen Spiel direkt zum anderen über. Die erste Minute haben wir auch schon verpasst. Da haben wir bereits gesehen, dass Muftai, einer unserer Spieler, schon ein paar Bomben im Senk und eine Moonpull im Bett hat. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg. Ah, so, ja, okay, perfekt. Okay, ja, genau. Also ich bin Mike Santolos. Ich werde heute das Spiel kommentieren, gemeinsam mit Duden. Ja, guten Abend. Wie geht's dir? Guten Abend. Mir geht's gut. Wie immer. Jo, wie du schon gesagt hast, wir sind Muftai gegen Müsli. Das ist das zweite Spiel der beiden aus Gruppe G. Die sind zusammen mit Skipsy und Killia in einer Gruppe. Und das erste Spiel hat Muftai bereits gewonnen. Und ja, das ist ein Open Seed. Heißt, wir mussten keine Escape Sequence spielen und die Runner konnten frei entscheiden, wo sie starten. Hab jetzt leider den Anfang auch verpasst, aber ich denke, wir pummeln uns da schon ein bisschen rein. Ja, ging auf jeden Fall nicht los. Gleich ein paar Bomben zum Start hat man immer gerne. Jetzt kann man eben gleich in Kakariko sämtliche Checks mitmachen. Wir als nächstes sehen wollen, ist so ein bisschen Geld, dass wir den Bottlevender noch bezahlen können. Oh, wir haben einen schnellen Map-Check gehabt. Issa war ein Pendant, ich konnte Hera leider nicht erkennen. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Ich glaube, es war eine Red Crystal, bin mir nicht ganz sicher, aber das war der fünfte. Nice. Und Desert war auf jeden Fall ein normaler Crystal. Also, oh, schönes Item, der Hookshot. Ja, klasse für Mobility, wenn man die Boots noch nicht hat. Wird auch schon ausgiebig genutzt. Ja, genau, das zeigt mich da hier direkt. Also, man kann sich mit dem Hookshot halt einfach an viele Sachen rangrabben und ist damit doch deutlich schneller unterwegs, als wenn man einfach nur zu Fuß läuft. Ja. Ja, und ansonsten jetzt hier im Wald auf jeden Fall schon mal so ein paar. Oder am Anfang also schon immer ein paar nette Items halt. Der Hookshot, die Moonpearl. Kann man schon mal mit was anfangen? Hookshot, Moonpearl, es fehlen nur noch die Flippers und wir haben den Agassi. So ungefähr. Oh, das stimmt, ja. Hat Aber wir man finden noch viele genug Optionen. Geld. Und eine Bottle. Wow. Let's go. Dann können wir fast komplett Kakariko direkt hinter uns lassen. Bottle, wenn das scampt uns heute auch nicht. Gibt uns die Hälfte vom Geld, das wir ihm bezahlen, direkt zurück. Immerhin, ja. Großzügiger als meist. Ich habe leider nicht mitbekommen, ob irgendwas auf der Argalit lag. Hast mich leider auch noch Das ist nicht jetzt gesehen. im Eifer des Gefechts hier vom Start des Streams leider untergegangen. Ja, aber ich denke, wir werden es noch. Es wird uns noch mal über die Augen. In die Augen kommen, wenn es so wäre. Ja, aber ansonsten, sag ich mal, der Hookshot ist jetzt nett, aber sonst hat das Dorf bis jetzt noch nicht allzu viel zu bieten, sagt er und Nee, da oh. finden sie die Flöte. Schön. Ja, Flöte und Bottle. Eigentlich genau das, was man mit einem Start woanders vielleicht erstmal finden möchte. Beides hier in Kakariko zu finden. Ja, stimmt. Ja, gehört jetzt natürlich auch schon den Berg. Mit dem Hookshot Paradox Cave sogar offen, also durchaus auch valide dahin zu gehen. Auf jeden Fall. So, in der Chat kommt gerade die Frage auf, was ein Agassi ist. Möchtest du das kurz erklären? Ja, Agassi ist ein Seed, bei dem man den Castle Tower abschließen muss und also Aghanim besiegen muss. Das ist normalerweise nicht immer erforderlich, weil man halt im Randomizer die Möglichkeit hat, zum Beispiel die Mids früh zu finden oder einen Handschuh und den Hammer und dadurch an eines der Darkwood-Portale zu kommen. Aber es kann halt sein, dass man diese Handschuhe eben nicht in der Lightwood findet oder den Hammer und dann, dass man dementsprechend dann also gezwungen ist, Arcanim zu machen, um überhaupt in die Lightwood zu kommen. In die Darkwood zu kommen. Genau. Gibt noch so ein paar spezielle Szenarien. Und wir haben, ich würde sagen, sogar relativ oft logisch gesehen den Agassi, den man aber relativ leicht umgehen kann. Und
Ja, ich denke, die beiden werden hier auch das Beste tun, um das irgendwie zu vermeiden, dass sie Castle Tower climben müssen. Ja, das macht man echt immer ungern und das dauert dann doch eine ganze Weile. Das packt nett. Go Mode. Let's go. Ich bin auch nicht ganz sicher. Ich glaube, Muftai hat, nachdem er das Race Game gecheckt hat, dann einen Safe and Crit gemacht. Hat du, glaube ich, ein bisschen die Flöte vergessen? Ja, das passiert schon mal. Aber er hat auf jeden Fall die Flöte aktiviert. Das ist das Wichtige. Ja. Gibt nichts Schlimmeres, als die Flöte in Kakariko zu finden und dann nicht zu aktivieren. Safe and Quitten und hinterher festzustellen: Oh, verdammt. Oh, okay. Jetzt muss ich nochmal den ganzen Weg nach Kakariko laufen. Oh ja, das tut weh. Ja, Hookshot hier für das Minimal-Dome-Cape, ein extrem schönes Item. Und großes Geld. Oh, okay, Mystie entscheidet sich dafür, das Race Game direkt zu spielen. Auf jeden Fall auch eine legitime Entscheidung, gerade wenn man halt relativ wenige Items in Kakariko findet. Ich muss sagen, es war relativ stacked. Ja, schon, ja, stimmt schon. Und wird ja auch nur mit 10 Pfeilen belohnt. Die will er nicht mal haben. Ja, und Muffler entscheidet sich jetzt hier erstmal für den Berg. Rettet den alten Mann, kommt da. Kann sich da eben auch ganz gut mit dem Hookshot orientieren. Scheint sich aber gerade ein bisschen verlaufen zu haben. Ja, ohne Schwert immer ein bisschen schwerer. Wenn man sich einfach nicht bewegen kann, während man quasi überprüft, wo man gerade steht. Müsli entscheidet sich auch direkt erstmal in die Desert Area zu gehen. Finde ich immer, ist eine schöne Early-Entscheidung. Da die Desert Ledge auch eine extrem gute Information sein kann. Ja, ist ein sehr abgelegener Check, finde ich aber auch. Also, weil auch mit der Flöte ist es halt ein relativ weiter Weg für ein Item am Ende. Ja, aber die Info ist meistens nice. Weil man doch meistens versucht, Desert irgendwie mit Maya zu kombinieren oder halt wirklich erst hingehen, wenn man es abschließen kann. Muftai scheint sich echt ein bisschen verlaufen zu haben, wie es aussieht. Oh no. Ja, dieser Darkroom sieht aber aus, als wäre er jetzt wieder an dem richtigen Ort eigentlich. Ja. Ja. Und da hat man. Sehr schön. Oh, Schwärze Belohnung. Das sieht man gern. Damit werden alle weiteren Darkrooms jetzt ziemlich einfach. Zumindest einfacher als der jetzige. Das ist ein Punkt, an dem man sich doch ein bisschen orientieren kann. Auf jeden Fall. Also ganz sicher nicht das Schlechteste, was man hier finden konnte. Scheint sich jetzt auch schon auch noch hier hochzugehen, das eine Item im Spectacle Rock Cave zu checken. Man sieht ja auch durchaus Wanner, die diesen Check erstmal skippen und dann lieber später hingehen. Mal schauen, ob es sich hier auszahlt. 20 Rupees. Die wird er sich, glaube ich, nicht abholen. Ja, das mit dem Skippen hier oben ist immer so eine Sache. Vor allem, wenn man schon den Hammer hat. Dann ist es meistens später so eine Entscheidung, okay, mache ich die Spiral Cave Nachherer oder mache ich den Check von Spectacle Rock. Aber ja, die Treppen nach oben dauern schon eine gute Weile. Ja, gerade auch noch ohne Boots. Mit Boots und Hookshot kann man halt noch einen Staircase Speed machen, dann ist man noch relativ schnell unterwegs, aber ja. Müsli ist auch sehr effektiv gerade unterwegs, also versucht zumindest diese gesamte südliche Area abzuhaken. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit der Early Flut hier einen Icewood Cave Check sehen. Ja. Ich finde es gerade lustig, Mufti hat gerade die Lampe gefunden. Bisschen spät und oh scheiße, verdammt, er hat keine Bomben mehr. Oh. Das ist schlecht. Ärgerlich. Ja, wenn man hier mit nur einer Bombe aber ordentlich Geld reinkommt, dann kann man sich auch mal ein paar kaufen gehen. Aber dafür braucht man halt auch eine. Aha. Weil bei Mysti gerade auch ein Schwert gesehen im Icewood Cave. Oh, schön. Ja.
Ja, hätte musste jetzt das Master Sword, okay, hätte auch eine Bombe weniger gehabt noch, aber. Jetzt geht er auf große Suche. Sehr cool. Es gibt tatsächlich auf dem Berg Bomben, aber die requieren den Handschuh. Das heißt, auf der linken Seite von der Brücke, wo man sich rüberhucken kann, quasi in diesem kleinen Maze, in dem die Deadrocks da unterwegs sind, da kann man 4 Steine hochheben, die jeweils eine 50-50-Chance haben. Aber ohne Handschuhe ist er jetzt gerade so ein bisschen lost, glaube ich. Ja. Aber die Mini-Moldoms wären im Fairy-Drop-Pack. Die könnte er theoretisch farmen, wenn er Bomben haben möchte. Jo, das wäre eine valide Option. Oder einfach hoffen, dass was in Spiral Cave ist und so nur die Gegner unten töten. Ja. Oh, Müsli kriegt hier. No! Oh, das ist unschön. Oh, das war aber auch keine schöne RNG. Hat zum Glück die Fee, okay. Jetzt hätte er den alten Mann jetzt nochmal rausbringen müssen aus der Höhle. Ja. Ja, das kann sehr verwirrend sein, wenn man es nicht weiß, dass der alte Mann, wenn man den alten Mann hat und mit dem alten Mann im Gepäck stirbt, dann. Ah, da kriegt er Bomben von dem Mini-Moldom, sehr schön. Dann startet man einfach genau an dem Punkt, wo da immer den alten Mann das erste Mal antrifft. Und das kann verwirrend sein, weil man dann einfach in einem Darkroom ist und wenn man das halt nicht weiß, dann. Ja, fragt man sich auch manchmal, wo bin ich jetzt gerade überhaupt? Ist vor allem eine sehr, sehr wichtige Information im Endemizer. Ich habe schon Leute gesehen, die sich da den gesamten Seed mit kaputt gemacht haben. Indem sie mit 3 Herzen in der Dark versucht haben, den alten Mann zu retten. Haben es bis zum alten Mann geschafft und dann waren da unüberwindbare Hindernisse in dieser Höhle. Aha. Ja, dann kann man eigentlich alles von vorne anfangen. Ja. Oh, das ist. Ja, das ist. Nicht schön, wenn sowas passiert. So hat passiert der Regel nur einmal. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich der lange Trip nach Paradox Cave gelohnt hat. Oh, ich würde sagen, ja, hat er. Fetch Quest. Let's go, Early Pills. Bist du jemand, ja, der den gerne schnell abgibt, der den schnell loswirft, oder behältst du dir den gerne mal auf? Mit der Flöte werde ich den gerne schnell los. Ohne Flöte, ja. Es ist halt immer so ein isolierter Check, den man halt irgendwie mal machen sollte, ja. Oh, aber ohne Save and Quit jetzt kann man ja auch nicht resetten. Oh. Achso, auf den. Oh Gott, da ist das dritte Schwert. Na gut, das willst du nicht resetten. Nee. Also ich. Meint das jetzt mit Bezug auf Fake Powder? Da muss ich sagen, bin ich jetzt auch jemand, der das. Ich bin generell kein großer Fake Powder-Freund. Same. Tatsächlich. Ich mach's, wenn es sich anbietet, aber ansonsten. Genau. Machen wir es gleich. Oh, Müsli hat hier den Pixel nicht richtig getroffen für den Bombjump. Ah, jetzt bin ich mir nicht sicher. Du hast jetzt Spiral Cave noch nicht gespielt, oder? Nee, er war noch nicht oben auf dem Berg. Ja. Scheint sich hier also für den Skip. So. Finde ich ist okay. Spiral Cave ist ein sehr, sehr langer Check. Ja. Wenn er jetzt was liegen würde, müsste er halt noch mal den ganzen Weg dahin zurücklaufen. Das stimmt. Ich meine, es ist gut für ihn, weil da liegt nichts, aber ja. Ja, Dude, wir haben noch vorhin über Argas jetzt geredet, ne? Ja, ich hoffe, ich hab's nicht gejinxt. Aber wir haben tatsächlich mittlerweile Arga-Equipment. Lampe, Schwert. Und vieles zu tun in der Dark World. Und vieles zu tun in der Dark World. Mit Handschuh und Hookshot kommen wir tatsächlich auch schon in die gesamte Left-Zeit. Mhm. Ah, sieht stark danach aus. Ja, wir haben noch ein paar Checks hier. Oh, der Ice Rod. Das ist zum Beispiel so ein sehr, sehr starker Visible-Check. Wenn man den auf der Desert Ledge gefunden hätte, die Müsli Early gecheckt hat, dann ist das schon mal richtig gute Information. Mhm. Ich denke mal, Lekalia wird Muftai früher oder später auch sehen. Wahrscheinlich sogar ziemlich genau gleich. Ah, okay, macht das NMG-Setup. Für den Waterwalk. Ja, beide haben auch jetzt mehr als 500 Rupees, also Server ist auch gleich mit drin.
Die einzige Sache, die jetzt nicht möglich ist, ist halt ein Fake-Flipper für das Item auf der Sommerledge. Dafür bräuchten die Runner entweder einen Bogen oder den roten Boomerang und den Cane of Sumario. Ja. Oder Boots zum Waterwalk aufsetzen. Genau, stimmt. Aber ohne diese Items ist das hier also nicht möglich, aber sie können es ja immer in Zeit checken. Dann weiß man ja schon, ob man da wieder hin muss oder nicht. Oh, apropos roter Boomerang. Ist mir gar nicht aufgefallen. Bei Müsli. Aber da war er ja. Splash Meringue. Oder der schlechtere der beiden Boomerange. Ah, das ist ja auch mal so ein Ding. Warte, gibt's die Fee zurück. Bei der Waterfall Ferry. Ja, und ein Herzteil. Jetzt nicht so spannend. Bei dem Herzteil muss man, ist das halt nur ärgerlich, wenn das gerade das vierte Herz. Oh, hat Muftai den Eiswurf gesehen? Ich denke ja. Ich hoffe ja. Danke so. Ja, ich auch. Okay, und da liegt doch eh nur ein Herzteil auf der Sommerledge. Also, dafür werden unsere Wander ganz sicher nicht zurückkehren. Wie stehst du zu Pendant Eastern? Da ist nie was drin. Außer es ist alles drin. Gut. Jetzt in dem speziellen Fall würdest du lieber. Oh, die Boots of Zora! Oh mein Gott! Ja, das fand. Das, ich denke, das sind die 500 Rupees tatsächlich wert. Sehr, sehr schön. Wir werden jetzt wahrscheinlich Back of Escape sehen. Mhm. Das hat mich bei Muftai vorhin ein bisschen verwirrt oder gewundert, dass er nicht gleich die Back of Escape gecheckt hat, als er. Quasi bevor er zum Dunkel gegangen ist. Genau. Weil, wenn er halt Back of Escape gleich checkt und schon mal sieht, hey, da ist ja schon die Karte und der Small Key, dann weiß man halt schon mal, hey, okay, in Hyrule Castle sind noch haufenweise Items. Beziehungsweise, wenn man da hinten drei Items findet, dann weiß man vielleicht auch, dass Hyrule Castle jetzt nicht so spannend ist, erstmal. Dann hätte man das vielleicht gleich mit dem Onkel kombinieren können. Ja, und auch mit eventuell Ager, wenn er denn ansteht. Mhm. Ja. Ja, jetzt ist halt echt die Frage, wir werden bei Müsli gleich sehen. Was hier hinten so liegt. Ja, wie werden da. Ist denn deine Einstellung zum Thema Eastern Palace jetzt betreten oder halt einfach Ager machen? Gar kein Fan tatsächlich. Pendant Eastern ist nicht mein Place to be. Ich würde wahrscheinlich jetzt mit den Boots von Zora, wenn die Checks ausgehen, noch Sahasrara checken. Aber bevor ich in Eastern gehe, mache ich Ager. Mhm. Dito. Weil man. Weiß hier gar nicht mal ganz so eindeutig finde, weil. Also bei Pendant Eastern, man kann halt eventuell auch einfach drei Items früh rausziehen, ohne den Boss machen zu müssen. Aber ja, man liefert sich da so ein bisschen aus, wenn halt das dritte Item auf dem Boss liegt, dann ist das halt ein garantierter Skip. Und dann hat man einen sehr hart isolierten einzelnen Check. Kann man, wenn man ganz motiviert ist, vielleicht mit einem Spiegel mit Pot kombinieren. Aber ja, wie du gesagt hast, in der Regel holt man es dann nicht mehr ab. Mhm. Aber in der Regel will man auch überhaupt nicht nach Pendant Eastern. Das stimmt. Ja, also zumindest ein Sahasrara-Check würde ich eigentlich auch noch ganz gerne sehen. Oh, hat Müsli einen Onkel Start gemacht? Ich denke ja, er war ja auch dann später in Kakariko. Also würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass er davor noch beim Onkel war. Das sieht dann jetzt für beide, finde ich, so ein bisschen nach einem Aga-Commitment aus. Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr vertretbar mit dem aktuellen Equipment. Also gerade dadurch, dass man halt den Hookshot hat und in der Dark World quasi überall hinkommt. Ich hätte trotzdem den Sahasrara-Check gerne gesehen. Ja, same. Das sind halt drei extremst schnelle Items. Ist halt quasi wie einmal komplett Eastern clearen. Mhm. Ganz genau. Ja. Vor allem, solange man jetzt auch noch nicht die Dark World Pendants und Crystals kennt,
Ich meine, gerade wenn man jetzt zum Beispiel noch einen Pendant Swamp hätte, und vielleicht noch einen Pendant Turtle Rock, dann brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so viele Items für den Go-Mode. Stimmt. Also, ist halt auch die Frage, ob man, je nachdem wie viele Items man halt noch braucht, um den Seed abschließen zu können, desto mehr muss man halt überlegen. Oh, Mysti entscheidet sich ja doch tatsächlich gegen den Agarplay. Hey, fürs Agarplay, oder? Ja, okay. Hat einfach nur kein Defob aufgesetzt. Achso, er hat noch eine Fee. Er hat noch die Fee, ja. Will die wahrscheinlich nicht ausgeben dafür. Da haben beide Wanderfragezeichen nicht ganz aufgepasst, dass hier noch die Karte in Zeldas Zelle liegt. Vielleicht müsste auch noch die Fee haben. Das wird jetzt ärgerlich. Die hat er vorhin rausgelassen. Oh. Hast du besser aufgepasst als ich? Ich vergesse das auch viel zu oft. Ja. Ah, wenn einem sowas so oft passiert, dann ist man irgendwann einfach nur noch genervt davon. Müsli hat die Karte geskippt. Ich meinte auch. Okay, war alles eine klar. Komische Position zum Safe und Quitten. Ah, alles klar. Gut. Ja, beide jetzt mit dem Agarplay. Müsli ein ganz kleines Stückchen vorne. Beide machen hier Dingstwets, wie sie genannt werden, für die Fallen Chainguards. Ja, wenn man direkt anfängt, die Tür zu bonken, dann lädt sich das Bin nicht auf. Mit dem Temperatur ist man, glaube ich, sogar schneller, wenn man einfach die beiden Guards einzeln mit der Spin-Attack tötet. Oder mit Slashes. Dass das Warten, bis sie runterkommt, lohnt sich eigentlich nur mit Master Sword. Genau. Ja. Ich überlege gerade, wir haben jetzt bei Müsli noch den Agina-Check gesehen, den Rift eigentlich hat, und ansonsten müssten die Runner zurzeit quasi checkmäßig gleich auf sein. Bin ich mich jetzt. Immer das Desert-Play. Genau. Beziehungsweise der Spiral Cave-Skip von Müsli. Stimmt. Ja, besonders ärgerlich wäre tatsächlich, wenn bei Sahasrara ein Fire Rod oder ein Hammer jetzt liegen würde. Oder auch ein Spiegel. Oder ein Spiegel, ja. Man kommt dann doch so an solchen Orten vorbei, wie auch der Graveyard Ledge. Und die will man halt ganz gerne mitnehmen, wenn man eh schon mal in der Gegend ist. Oh, wir haben 8 Bomben als Dumfries. Spannend, ja. Habe ich heute auch gesehen. Das ist interessant, das sieht man nicht allzu oft. Oh, Mysti muss aufpassen, wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall muss er Chance, sich hier vorbeizuziehen. Er hat eine Fee. Mysti hat noch seine Fee gespart vorhin. Oh ja, damit zieht Mysti vorbei, aber es ist nicht so schlimm für Mysti, als wenn er jetzt keine Fee gehabt hätte. Nee, aber auf jeden Fall in weiser Voraussicht da die Fee gespart. Schön, der geht jetzt auch ins Blue Balls raten. Ja. Sehr schöner Spin-Speed hier, oder Hook-Speed hier von Muftai. Na gut, wir sehen bei Müsli, dass er fast auf derselben Position steht. Ja, aber trotzdem eine Sache, die man nicht so oft sieht. Das stimmt. Und jetzt parallel Aga 1 Fights. Okay, 15 Blue Balls sind schon mal nicht mehr möglich. Oh, okay, schön. Im ersten Zyklus von Aga nur ein Blue Ball, das sieht man schon mal ganz gerne. Der zweite. Ja, nur ganz kurz zu Aghanim. Er hat macht immer alle 5, also quasi er hat immer 5er Schritte, wie er halt seine Sachen macht. Im ersten, sein erster Angriff ist, dass er immer einen roten Ball schießt, den man halt zurückreflektieren kann.
Die anderen Plätze 2 bis 4 haben eine 50% Chance, ein Red oder ein Blue Ball zu sein. Und beim fünften Mal schießt er dann immer seine Blitze. So, oh, das Buch. Let's go, Desert ist auf. Und abschließbar. Ja. Ja. Das wäre jetzt lustig, wenn einfach in Desert jetzt die Mütze und der Hammer am besten liegen. Fände ich jetzt nicht mal schlimm, wenn die Runner jetzt sagen würden, hey, ich save und quitte, flöte in die Desert Area und mach Desert. Mhm. Ah, vielleicht noch zu Catfish gehen. Vorher. Oh, Pendant Turtle Rock, Pendant Skull Woods. Wir könnten den Fire Rod skippen, weil wir das Bombhaus schon haben. Aha. Ist auch eine interessante Aufteilung. Ja. Ja, wir haben das Bombhaus und wir haben die Lampe. Oh, vielleicht brauchen wir keinen Rod. Ja, stimmt. Also logisch gesehen ist es ja möglich, dass der Firewood auch irgendwo in GT liegt. Zumindest mit diesem Dungeon-Layout erstmal. Kann natürlich noch sehr gut sein, dass der Firewood irgendwas anderes Wichtiges lockt, aber wir werden sehen. Hier ist ja auch hier eine wichtige Divergenz. Müsli geht ja tatsächlich zu Catfish, was Mufta ja erstmal ausgelassen hat. Das kann jetzt schon mal richtungsweisend sein, wenn hier auf Catfish was Wichtiges liegt. Letzte Schwert, ich glaub's nicht. Naja, ich meine, wir spielen noch nicht mal 30 Minuten, da können wir ja schon mal von allen alle vier Schwerter erwarten. Ja, aber das Play gefällt mir von Müsli, wenn er jetzt nach Desert geht. Mhm. Ich glaube, so hätte ich auch gehandelt. Oder er geht direkt wieder in die Dark World. Schade. Ich hätte jetzt wirklich gern Desert gesehen, wenn wir schnell hinkommen, es abschließen können. Vor allem mit dem Buttersword ist Lenmo auch gar kein Problem. Vorher. Mit Tempered auch noch. Aber mit Master Sword gehst du eigentlich nicht so gern zum Boss. Ja. Dass deine einzige Waffe ist. Mhm. Ja, und es ist eine gute Chance gegeben, vielleicht auch mal einen Hammer zu finden, dass man zum Beispiel Thiefstone auch sicher spielen kann. Bei Thiefstone ja immer so ein bisschen das Problem, die Big Chest, wo man nur mit dem Hammer hinkommt. Und wenn da ein Item drin liegt, dann ist das halt ein Skip, den man sich dann tut. Ich glaube, Müsli ist sich halt so ein bisschen unsicher, was haben. Nee, Müsli sucht einen Rupee. Ach so, ach du, okay. Müsli wollte tatsächlich Pot spielen und auf dem Weg nach Pot merkte, ich habe genau 109, no. Oh. Okay, aber ich frage mich auch, ob man so unbedingt Pot spielen möchte. Ich meine, er hat. Naja. Kein Bogen, kein Hammer. Und eigentlich relativ viele Plays oder relativ viele Items hier auch in der Dark World. Entscheidet sich jetzt auch dafür, dann doch dahin zu gehen. Was ich interessant finde, dass Mufta sich erstmal gegen Skrivitz entschieden hat. Gerade Pendant Skrivitz und gerade wenn du halt nur Ara als Dark World Access hast. Also ich persönlich, wenn du den Hammer noch suchst, ja, stimme ich dir zu. Mhm. Also ich gehe da echt gerne rein, wenn ich halt doch mal, genau, Hammer oder mit, also wenn ich eins von beiden schon hätte, dann würde ich halt auch schnell wieder in die Gegend kommen. Aber ohne die beiden Items hat man doch einen relativ langen Weg dann wieder. Man muss wieder bei der Pyramide in die Dark World gehen, wieder die ganze nördliche Dark World durchstreifen. Richtig, und man isoliert sich eventuell die Thiefstone Big Chest. Jetzt habe ich natürlich vor lauter Rederei hier nicht aufgepasst und weiß nicht, wie viele Checks, wie viele Items wir aus Thiefstone Front raus haben. Also, wir haben auf jeden Fall schon eine Karte oder den Kompass gesehen. Aber wir haben auch noch keinen Small Key. Also, der Was Small eigentlich Key auch nicht so ein gutes Zeichen ist, würde ich sagen. Ja, weil hier oben kann er nicht liegen. Okay, aber da war die Karte. Also, haben Karte und Kompass sind beide da. Also, wenn das Smolky in seiner Zelle liegt, ist in der Big Chest auch ein Item. Aber wenn der Smolky in Zeldas Zelle, sage ich, in Blinds Zelle ist, dann kann der Hammer auch auf Blind liegen. Mhm, das stimmt. Ja,
Erstes Item, was wir in Skalwoods finden, ist leider auch nur die Karte. Ja. Ne, ein Herzteil hat Müsli schon raus. Er hat mit aber der... er ist an der Map-Chest. Mhm. Oh, und da ist das Smolky. Also ja, Muftai hofft jetzt natürlich sehr auf den Hammer auf Blind, weil wenn nicht, dann ist das halt so eine Location, die halt die ganze Zeit in deinem Hinterkopf ist. Ja. Die Thiefstorm Big Chest. Ist in der Regel auch eine absolute Last Location danach. Ja. Absolut verständlich. Sie kostet halt quasi 10 Sekunden, wenn man den Hammer dabei erstmal dabei hat. Oder, ich weiß nicht, ungefähr anderthalb Minuten, wenn man da nochmal reingeht. Wenn das reicht, ja. Macht auf jeden Fall dann keinen Spaß, das nachzuholen. Oh, wir sehen hier ein schönes Blind-Script. Ah, echt gut, ja. Und das ist kein Hammer. Und war das das zweite Item für Müsli, ein Schild. Ja, Skalwoods ist leer. Nicht so ergiebig, ne. Immer beruhigend, wenn man dann trotzdem wenigstens beide Items rausbekommt. Ja, das stimmt. Weiß man zumindest, okay, es ist Pendant. Wenn es wirklich aufs Pad hinauslaufen sollte, dann kann ich das ganz zum Schluss machen. Mhm. Ja, es sei denn, der Möber liegt auf dem Pad. Dann kann man es trotzdem zum Schluss machen. Ach gut, okay. Das stimmt. Ja, Möber auf dem Pad wäre hier theoretisch auch absolut eine Option. Die Pendant Dungeons, die wir haben, keiner davon braucht den Möber. Der Möber wird ja generell nur für Swarm gebraucht. Also, möglich wär's. Weil natürlich mit Turtle Rock Pendant und einfach ein Turtle Rock als Pendant Dungeon ist halt meist schon so ein kleiner Todesstoß für Pet Seeds. Aber nicht unmöglich. Jo, außer der Mirror kann halt tatsächlich, glaube ich, nur noch ein Medaillon draufliegen, was required sein kann. Ansonsten dürften alle Items auch für die Pendant Dungeons benötigt werden. Die Flippers noch. Na, stimmt, die Flippers, ja. So, jetzt wird der jetzt Hype für das Hype Cave. Was für Schätze erwarten uns diesmal? Wichtigste Frage ist der Hammer hier. Oh, Schätze, ja. Zumindest ein kleines Vermögen, aber ja. Bisschen ernüchternd. Ja, so wirklich hat dieser ganze Darkwood Trip hier eigentlich nichts gebracht. Ja, jetzt ist die Frage, kommt jetzt der von dir so lange gewollte Desert Play? Sieht bei Muftai ein bisschen danach aus, aber ich frage mich nur, warum man die Flöte nicht benutzt. Ich weiß auch nicht. Ich hatte gerade ausgeblendet zu haben. Ja. Ah, das ist ärgerlich, das kostet ihn richtig Zeit. Ja, auch mal schön, wenn man Arger macht, dann sind hier plötzlich haufenweise Vögel und der ganze Raum Screen ist einfach nur ätzend. Die Arger Overworld ist das Schlimmste. Auf jeden Fall. Also wenn man Arger schon nicht gern macht, weil es Zeit kostet, dann finde ich, ist die Arger Overworld direkt danach der zweitwichtigste Punkt. Die Katastrophe, auch der Berg wird so unglaublich unbequem. Mhm. Ich glaube, bei Muftas Reaktion hat er gerade gemerkt, dass er die Flöte gehabt hätte. Sah gerade sehr unzufrieden mit sich aus. So, aber jetzt bin ich mal gespannt, ob Desert hier irgendwelche Schätze beinhaltet. Also ich denke... Oh no, ja, Müsli. Oh, muss aufpassen hier. Ich weiß nicht, ob er nicht noch eine Fee hat. Ja, er hat's gerade gecheckt, ja. Okay. Da müsste noch die zweite Fee in der Flasche sein. Oder auch nicht. Ah. Nee, er hat sie ja vorhin im Arger Tower gebraucht. Schade. Oh, das tut weh. Dafür skippt er jetzt erstmal das Back. Ohne, das sind die Handschuhe. Also nur noch der Hammer, dann bin ich glücklich. Nee, 50 Rupees.
Aber Stand jetzt war Aga required. Das Buch lag auf der Pyramide. Mhm. Ja. Also deshalb muss, kann die Sucht natürlich dann auch nur mit dem Buch erreicht werden. Denn ja, wenn du jetzt in der Sucht liegen. Jetzt ist nur noch die Frage, wo der Hammer liegt. Mhm. Irgendwie mein inneres Wendo-Gefühl sagt mir was von Maya Area. Ja, es ist meistens die Maya Area, wenn er spät kommt. Oh ja. Oder Ice Palace. Hallo. Oh. Sag nicht sowas. Das will doch keiner haben. Wenn wir die Flippers jetzt noch finden, dann hätten wir logischen Zugang zu Ice Palace. Das stimmt. Und ich habe gerade Eastern Compass Chest natürlich. Ja, das, oh no. Bei Sahasrara. Ich Flashbacks. So habe ich mein Race verloren. Eastern Compass Chest hatte den Hammer und ich habe auch Aga gespielt. Ah. Pendant Eastern. Da ist nie was drin. Ja. Ich meine, die Mids öffnen jetzt natürlich wieder einige Sachen. Berg ist ja jetzt auch nochmal in der Darkwood offen. Bergwood ist interessant. Wir haben King's Tomb jetzt noch. Die Maya Area an sich auch. Mhm. Vielleicht kommen wir sogar nach Maya rein. Gut möglich, ja. Wer hat die Frage, ob man da rein möchte? Wie stehst du dazu? Sollen wir zusammen nach Maya? Nee. So. Nicht early. Da gehöre ich gehöre, glaube ich, zu dem relativ kleinen Fanclub der Early Maya Dips. Ich weiß nicht, ich mag den Play. Man braucht den Biki halt eh. Und wenn man halt keinen Godmaya hat, also der Biki nicht ganz vorne liegt, dann muss man den eh früher oder später suchen. Und wenn man auf der Suche schon mal ein, zwei Items mitnimmt, ist das schon. Aber Maya in einem Rutsch machen ist trotzdem deutlich schneller. Vor allem muss nochmal durch Maya 2. Ja. Sind schon 10 Sekunden. Das ist, ja. Keine Frage, aber. Ich finde halt so die Möglichkeit, da schnell vielleicht auch wirklich zwei Items rauszubekommen auf der Suche, die vielleicht tatsächlich auch was bringen. Ist ein Play, den ich einfach persönlich irgendwie mag. Aber es kann sehr gut sein, dass der auch einfach nicht gut ist. Nee, ich bin ein Fan davon auch, wenn ich noch nicht im Go-Mod bin, die Cutscene-Chest zu skippen. Deswegen finde ich ein Maya-Tipp überhaupt nicht schön. Okay. Ich denke mir immer lieber Cutscene-Chest in Maya als Hera Basement. Na, sehe ich nicht so. Okay. Aber das ist halt so, jeder Runner hat irgendwie so die Sachen, die ihm besser gefallen und die ihm weniger gut gefallen. Jetzt kommt ja das Bergplay bei Muftai. Uh-huh. Oder nicht? Ich denke mal, ja. Es sind halt auch zwei schnelle Checks in der Maya-Chat, man kriegt schon mal die Info über das Maya-Medaillen. Finde ich gut. Eva. Okay, damit ist der Maya erstmal sowieso vom Tisch. Ja, vielleicht liegt's hier. Unter der Fußmatte. Direkt unter der Fußmatte. Nein, hier sind noch Pfeile. 20 Stück davon gleich. Ja, und das wird jetzt auch der Berg. Das sind dann 6 Items in Mimic Cave und, nicht Mimic Cave, Super Bunny Cave und Hookshot Cave. Dazu noch die Info über das Maya mit, über das Dirty Rock Medaillen. Auch wenn es ein Pendant ist, will man es ja vielleicht trotzdem wissen. Aber ich denke, die 6 Items sind für ihn hier besonders interessant. Oh, Müsli ist wieder gerade ein bisschen Lowlife-mäßig unterwegs. Ja, lebt ja am Limit. Aber okay. Dann doch mein Befehl. Jetzt kommt, wir haben angenehme Gegner im Fancy-Price-Pool auf jeden Fall. Ja, davon gibt es viele. Das heißt, man hat viele Möglichkeiten, auch Befehl zu bekommen. Diese mit meinem Hookshot-Insta-Kill-Gegner, die findet man eigentlich fast in jedem Dungeon. Ja.
Das ist der gute Boomerang. Let's go. Hat sich schon gelohnt, hier hochzukommen. Auf jeden Fall. Blauer Boomerang, bester Boomerang. So. Ist noch die Frage, ob es vielleicht noch ein zweites gutes Item hier oben gibt. Naja, ganz gut. Nicht so gut wie der blaue Boomerang, aber immerhin. Das zweite Shield. Ja. Und der Hammer. Okay. Damit ist es auf jeden Fall confirmed ein Agar-Shield. Ich wollte gerade sagen, muss der gerade schon überlegen, einfach zu safe und quitten. Schaut sich doch mal das Top-Medaille an. Ja, und das Bombus ist wirklich nur dafür da, Eastern Palace zu öffnen, wie es aussieht. Ice Palace, nicht Eastern Palace. Ja, wäre jetzt ein Play, was man machen könnte. Crystal Ice, zwar ohne Sumaria, aber. Ja. Sieht beim Mufta jetzt aber ein bisschen mehr nach Hera aus. Boah, wie stehst du dazu? Mir wäre der Weg, glaube ich, ein bisschen zu lang bis Hera. Ich würde eigentlich auch eher mal schauen, ob ich den Spiegel noch irgendwo finde. Aber die Frage ist halt auch, was hat er sonst so für alternative Plays? Yo, Ice Palace. Ja. Und halt ansonsten die Pot Eastern Area, aber die sehe ich tatsächlich als auch noch nicht. Nee. Oh nein! Müsli! Ja. So was tut weh. Also ich finde den Hera-Play hier, ich nenne es mal in Ordnung. Ich würde es wahrscheinlich auch eher früh machen und nach Eis gehen, aber ich finde, du kannst ja eigentlich alles abschließen in dem Gebiet. Was ist das Eva-Tablet? Zwei Items aus Hera, das Spike Cave. Und falls man noch einen Sumaria findet, perfekt, dann hat man auch noch einen schnelleren Ice Palace Play. Stimmt, ja. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn du Hera ein bisschen aufschiebst und später deutlich weniger Checks hast, wenn du herkommst, dann spielst du vielleicht eher das Basement für ein gutes Item anstatt jetzt. Das stimmt. Da gibt's den Small Key. Ja, ach, dieses Hera-Layout ist immer ekelhaft. Wenn der Big Key im Basement liegt. Und ich glaube, es war die Karte im Basement im Cage. Ja. Also eine relativ große Chance, dass hier. Oh, Misty muss wieder aufpassen. Oh, er wird aber auch extremst geärgert auf dem Berg. Erst gedeadrockt ja. Und dann. Muffet hat keinen Big Key. Okay, drückt einfach nur da runter. Das erste Item. Aha. 50-50 Chance jetzt für ihn. Ist Trolldom nett oder ist Trolldom ein Trolldom? Ich glaube, die Frage beantwortet sich selbst. Oh no, er deadrockt sich wieder. No, Müsli. Und der Berg ist heute echt nicht nett. Nee. Ich habe auch eine Ehrenrunde gedreht. Aha. Eine Runde mit dem Bumper gekuschelt. Oh. Schneller Fight hier gegen Moldorm. Ja. Als hättest du es gewusst. Okay, ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Ja, hey, aber... Deswegen spiele ich nicht so gern gegen dich, weil du einfach viel zu gut da drin bist. Du, aber er wird wahrscheinlich in Ice Palace jetzt den Mirror finden. Womit Ice Palace dann noch der schnellere Play gewesen wäre. Oh, geht der nicht ins Spike Cave? Ich weiß gar nicht, ob es in Logik ist. Er hat auf jeden Fall, glaube ich, nur eine Fee. In Logik ist es nicht, aber er hat... Es müsste gehen mit seinem Equipment, also... Jetzt frage ich mich gerade ein bisschen, was er jetzt gerade macht. Als Beimuffteil. Oh, war lag was in der Library.
Ja, natürlich, da habe ich auch aufgepasst. Da lag natürlich das Powder. Wie kannst du das nicht wissen? Ja, okay. Das super wichtige Powder. Wenn ich klar ist, ja, das kann wichtig sein. Plus, wenn du dich vielleicht ein bisschen unsicher für Eis oder später Meier fühlst, weil da brauchen wir eigentlich auch nur noch das IFA für, ist es eine super Option, das dabei zu haben. Ja, das stimmt schon. Also an sich sehe ich es jetzt gerade erstmal eher als Fetch Quest. Den ich dann noch lieber nachher erst gespielt hätte. Deswegen haben die den Pilz auch so bereitwillig abgegeben. Stimmt, das, was Holy sagt. Wenn man weiß, wo das Powder liegt, dann. Ja, stimmt, macht die Entscheidung noch ein bisschen einfacher. Ja, und Mystery entscheidet sich genauso wie Muftai, auch für ein Werk. Und wird jetzt nie wieder getalkt. Ach. Das ist aber auch unglücklich für ihn. Ja, Müsli hat's heute, glaube ich, einfach nicht mit dem Berg. Ja. Die werden heute keine Freunde mehr. Nee. Aber es gibt auch Tage, da ist er einfach unspielbar in einem Rutsch. Mhm. Aber jetzt bin ich langsam ein bisschen irritiert. Das sieht jetzt bei Muftai nach Swift Chain aus. Oder Scribd sogar? Okay. Aber warum? Das sind Schlüssel, die wir clearen können. Uff, vielleicht wartet er auf die Flippers für Eis? Das kann sein, ja. 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 Vielleicht. Ja. Ja, wir brauchen die Flippers auch für Swamp. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, das ein bisschen aufzuschieben. Ja. Weil wenn man Flippers Go-Mode hat, dann spart man sich einiges in Eis. So viel eigentlich auch nicht. Ich meine, das ist der Eistiefung, den man dann nicht spielt. Gerade ja, vor allem mit dem Icebreaker, ja. Also ich finde, mit Icebreaker ist Ice Palace, gerade wenn man den Eistiefung skippt, quasi in Go-Mode fast genauso schnell, nur ein bisschen schneller als... Naja. Wenn man noch Items sucht. Aber gut. Ja. Man würde halt nicht... ja. Die Flippers haben auf jeden Fall noch viele Orte, an denen sie liegen können. Mhm. Ich wollte jetzt nicht nach Pot oder sowas reingehen, nur für die Flippers, um dann den Bogen in Eis zu finden oder so. Nee, das will man wirklich nicht tun. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Ja, so eine Swift-Chain kann ich jetzt halt durchaus auch noch sehen, dass man das mal macht. Gerade für Muftai, der jetzt halt eh schon in Scribd unterwegs ist. Ja, das ist nochmal ein Weg. Und ohne Spiegel ist die auch nicht so unglaublich schnell. Oh, Müsli entscheidet sich fürs Basement. Macht ja keinen Herapod, will den Bicky haben. Wahrscheinlich um sicher zu gehen, dass er beide Items rausbekommt. Aber hier hat er mit dem Herapod richtig Zeit gespart. Und... okay, das finde ich jetzt aber knapp. Das finde ich jetzt echt ein krasser Play. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob sich Muftai ein bisschen behind fühlt. Oder halt wirklich so sehr auf Logik spielt gerade. Ja, weil selbst wenn er auf Logik spielt, da hätte noch Sahasrara offen. Für drei super schnelle Items. Auf jeden Fall schneller als das hier. Ja. Also hier sieht man jetzt halt, wie lange doch so eine Steve Stone Pictures dauert. Aber gut, er denkt sich vielleicht auch irgendwo, dass das ein großer Vorteil sein kann, wenn da jetzt was Wichtiges liegt. Weil... das auf jeden Fall, also wenn hier was ist, dann sehe ich da Müsli nicht hinlaufen. Nee. Die nächsten 40 Minuten. Ja, ganz genau. Es ist halt einfach eine absolute... gerade bei so einem Agassiz kannst du dir halt auch sicher sein, der Gegner wird es halt auch gemacht haben, weil falls sie hinten halt mit so der Hammer liegen, dann ja, ne. Wäre schon gut, die halt zu holen aus Deepstone, deswegen muss man es eigentlich auch spielen beim ersten Mal.
Und dann weiß man, der Hammer war halt auch nicht vorher zu haben. Ja. Es gibt Situationen, da sage ich, okay, es ist schlau, erstmal bis Halbkäf durchzulaufen. Okay, für eine Mail. Aber ich bin jetzt kein großer Fan von dem Play, muss ich sagen. Nee. Gerade, wo eben Ice Palace so ein schönes Secret Break gerade wäre. Okay, und das sieht jetzt nach Pot aus. Warum macht er es so? Er hätte einfach hinflöten können. Aha. Ich glaube, dass Mutbein noch ein relativ neuer Spieler ist. Vor allem ein neuer Windows-Spieler. Ich finde, von der Execution her sieht er eigentlich ziemlich gut aus, finde ich. Aber ja, er zeigt so ein paar Sachen, die mich so vermuten lassen, dass er jetzt noch nicht allzu lange dabei ist. Beim wirklich Windows-Spielen. Das sind halt so diese Kleinigkeiten, die man dann wissen kann, wie man wo am schnellsten hinkommt. Ja, genau, das Routing, das lernt man halt am schnellsten übers viel Spielen. Seit Anfang Oktober, ja. Das ist tatsächlich noch ziemlich neu. Ja, okay. Aber dafür hat er schon eine echt gute Execution, finde ich. Auf jeden Fall. Nutzt auch halt, ich jetzt gerade auch schon wieder. Nutzt hier wunderschön den Hookshot. Was halt auch viele Wander nicht machen. Und was halt tatsächlich schneller ist, als wenn man einfach nur zu Fuß läuft. Und auch schneller, als wenn man einfach nur einfach dasht. Ja. Dann sehen wir halt Pot zuerst. Ja. Ich meine, es geht doch nichts über einen Bogen in Pot. Warum springt der runter? Weil er erst nach hinten möchte, aber leider keinen Smolky hat. Ich glaube, das ist alles auch ein bisschen Nervosität. Ja. Ja, ganz sicher. Also, es ist wahrscheinlich auch gerade sein erster Restream. Also, dass das die Sachen, die nachher auch mal ein bisschen durchgehen, ist vollkommen klar. Hier ist der erste Smolky, den wir jetzt hier finden. Ja. Ich weiß noch, wo ich mich in meinem ersten Restream angestellt habe. Da habe ich auch erstmal versucht, Spy Cave ohne Handschuhe zu spielen. Oh, jetzt sehen wir Saha, das erste Mal. Oh, jetzt bin ich gespannt. Gibt's da einen Bogen? Nee, da gibt's gar nichts. Ich meine, die zwei Herzen wären vielleicht nice gewesen, vor allem weil Müsli vorher schon ein, zwei unglückliche Tode hatte. Zwar immer mit der Fee gut aufgefangen, aber die hätten vielleicht schon was gebracht. Ja. Muftai hat hier den Potion Glitch leider nicht geschafft. Also den Potion Camera Unlock Glitch. Eigentlich ein schöner Glitch, um die Mimics in dem Raum zu skippen und halt dadurch den Bogen zu Sequence breaken. Das heißt, er kann jetzt hier die beiden Chests nicht öffnen. Wo hat Muftai die Vanilla Biki Chest aufgemacht? Nein, hat er auch nicht. Wahrscheinlich wollte er das nicht ohne Mirror machen, schätze ich, weil er dann doch wieder durch den Teleporter muss und alles. Jetzt wird es natürlich richtig blöd für ihn, wenn da der, wenn da jetzt eben der Biki liegt zum Beispiel, dann würde er auch die Big Chests skippen. Ja, und ja jetzt... dann wäre die Bag auch nicht in Logik tatsächlich. Mhm. Stimmt. Müsli ist jetzt im anderen Bowdog Dungeon unterwegs. Muftai muss eigentlich den Harmless Hellway öffnen. Weil wenn er in der Front 5 Smolkys liegen, kann immer noch Harmless Hellway halt noch ein Item sein. Weil jetzt die Frage ist, ob er dann einen Hammer Jump kann. Ja, jetzt entscheidet er sich für die Vanilla Biki Chest. Aha.
Ah, ich denke, das heißt aber auch, dass er sich confident genug fühlt, den Hammer Jump hier zu machen. Ich glaube, da spielen gerade echt ein bisschen die Nerven mit. Oh, Pendant Eastern Palace. Ja, mit dem Medaillon für das nächste Pendant. Das ist tatsächlich der Big Key hier. Das heißt, auf der Right Side von Pot liegen nur zwei Small Keys und die Back ist nicht in Logik. Ist Bow locked. Mhm. Ja. Das merkt Wolfteig, glaube ich, tatsächlich sogar gerade. Ja. Ha. Aber dieses Quake-Medaillon finde ich jetzt super interessant, was Müsli hier gefunden hat. Ich meine, du hast jetzt zwar gesagt, Turtle Rock ist genauso ein Pendant, aber mit dem Sumaria kommt man immerhin schon mal sicher an eine Chest dran, vielleicht ja auch noch an deutlich mehr. Im schlimmsten Fall an eine Chest, das stimmt. Wo auch durchaus der Fireball drin liegen kann. Den wir jetzt ja eigentlich theoretisch nicht bräuchten, aber naja. Wenn er schon gratis auftaucht. Aber beim Mufteng geht's auch hinterher. Okay, ist das jetzt nur Hasrana oder will er auch noch Eastern? Eastern Area wird auch so unglaublich unangenehm. Überall die Red Guards. Oh ja. Das stimmt. Also es gibt echt einige Gründe, warum man Arcanine eigentlich gerne nicht früh machen möchte. Ja, jetzt kommt das Display. Ja. Von Müsli. Allerdings. Und beim Mufti sieht das jetzt nach der Swift Chain aus, würde ich vermuten. Ja, viel mehr ist hier nicht mehr in der Area. Ja. Und ich glaube, jetzt haben wir auch quasi alles gesehen von beiden Spielern, was noch offen ist. Hätte ich gedacht. Ja, wahrscheinlich schon. Also, Swift Chain halt noch. Gut, die erste Twist in Turtle Rock. Klammer mir erstmal aus. Hammerpacks natürlich, aber die zähle ich quasi zur Swift Chain schon dazu. Oh. Ja, ich mag den Ice Palace Play Card lieber. Ja, ich auch. Hätte ich mir auf jeden Fall auch früher gewünscht. Mhm. Ja, da bin ich zu 100% bei dir. Ich meine, selbst wenn du jetzt hier in Ice Palace nichts findest, dann hast du trotzdem Crystal der Dungeon abgeschlossen. Also, es schadet halt nicht. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel noch einen Bogen findet, dann weiß man halt, okay, das war out of logic, aber hey, ist doch trotzdem eine Information, dass die Flippers jetzt nicht unbedingt hinter dem Bogen liegen werden. Geht natürlich trotzdem, weil es einen zweiten Bogen geben kann, der in Logik ist, aber... Boah, aber bei den wenigen Checks, die jetzt sonst noch auf sind? Ja, genau, wenn man den Bogen halt hätte, könnte man halt gleich auch Potter mit abschließen, wenn man da hingeht, also. Naja, wir werden es ja demnächst dann sehen. Ich bin gespannt, was das nächste Item ist, was wir hier werden. Ich auch. Ich kann mir fast vorstellen, dass es im nächsten die Flippers sein werden. Also nicht in Ice Palace. Nicht ein Eispalast, nee. Die Flippers haben tatsächlich gar nicht mehr so viele Locations, wo die sein können. Das sind halt nur noch die letzten paar Checks, die wir jetzt schon erwähnt haben. Die Smith Chain, die erste Kiste in TR. Mhm. Genau, also entweder die Flippers oder eines der anderen Items, was zu den Flippers führt. Spy Cave. War noch offen. Ja, auch noch, aber immer noch nicht in Logik. Drei Bottles? Man braucht ein Invulnerability-Item, wenn ich mich nicht enttäusche. Bin mir zumindest relativ sicher. Nicht 100%ig, aber 99%ig. Ich glaube, da gibt es tatsächlich auch verschiedene Logiken hinter den verschiedenen Randomizern. Mhm.
Okay, ein Eispalast, der weder Hookshot noch Sumaria-Loft ist. Big Key auf der rechten Seite und nur ein Small Key. Okay, gut, dann müssen wir mal schauen, wo das zweite Small Key liegt, aber das ist ja an dem Schild eigentlich auch eh egal. Oh, okay. Mein Gott, das ist wirklich der Spiegel. Das ist sowas, das hat auch immer schön Spiegel auf der Smith Chain in der Purple Chest. Das ist Worst Case Scenario. Ja. Und der Spiegel ist jetzt auch tatsächlich wahrscheinlich das Progression Item, was du am wenigsten sehen möchtest, weil es die meisten verstreuten Checks aufmacht. Aha. Und keine unmittelbare Progression im Sinne von Crystal Dungeons ist. Mhm. Ja. Ja, K45, Bombus Tablet, das sind jetzt die Sachen, die Muff da jetzt, glaube ich, erstmal checken möchte. Checkerboard Cave in der Maya Area, aber genauso. Und dann noch eventuell ja sogar das Mimic Cave. Es kann halt sein, dass man bis zum Mimic Cave kommt ohne Firewall. Okay. Das wünscht man natürlich niemandem, aber passieren kann's. Okay, aber Eispille sieht auch erstaunlich leer aus. Ja, ich weiß nicht, lag in Ice-Tea ein Item? Muss ja. Ich hab nicht so... Wieso muss? Nee, ich hab nicht aufgepasst, was in der Map-Chest, glaube ich, lag. Der Kompass war auf jeden Fall Vanilla. Also zwei Items hab ich mindestens gesehen. Aber es kann auch noch so, der Item könnte noch auf Coaster sein. Oder halt im Ice-Team wieder rum, das habe ich jetzt leider nicht ganz verfolgt. Ja. Aber Muftai bleibt ja halt wirklich auch hart in der Logik. Ich denke, Muftai wird jetzt auch ein bisschen versuchen, den Spiegel auszuspielen, den er gerade gefunden hat. Mhm. Oh no, Müsli! Oh, Müsli. Pass auf. Oh, das war so close! Hat Red Bull, trinkt die Red Bull. Hey, der Firebot. Oh no. Warum finden wir so viel useless Progression? Naja, damit das Pad langsam aber sicher in Logik kommt. Ja, damit kommt auf jeden Fall der größte Teil von TR jetzt in Logik. Mhm. Ich glaube, das wird wahrscheinlich jetzt der logische Weg sein. Ja, oh, bitte, Muff, der geht jetzt nicht nach Skullwoods. Das ist ein... Ja, er wird jetzt ziemlich sicher nach Skullwoods gehen, weil er hat auch das Eastern Play nicht gemacht. Er hat Tank Break. Aber er hat Skullwoods vorhin schon gespielt für die beiden Items. Ah, der Graveyard Ledge. Oh, der Spiegel. Der Spiegel ist pui. Ja. Ja, ist er. Ja, aber... So, wenn wir jetzt auch die Flippers finden würden, gut, dann würden wir auch eh nur noch den Bogen suchen. Aber mit den Flippers wäre das bei den Logik. Der Eiswort liegt ja noch hinter den Flippers auf Lakehali Island. Oh, da hätte Muftai sich jetzt noch einen Waterwalk aufsetzen können. Oh, den Eiswort direkt mitnehmen. Stimmt. Weil jetzt halt die Frage, ob man wirklich auf den Bogen auf dem Pad gehen möchte. Nee. Gottes Willen. Aber gut, und Muff, der hat auch den Access nach Turtle Rock nicht. Das heißt, vielleicht ist der Eiswort erstmal uninteressant, solange er weiß, dass er nicht reinkommt. Ja. Ja, aber so wie das jetzt zurzeit aussieht, muss Turtle Rock ja inzwischen schon was haben. Ja. Denn, wenn ich jetzt nichts vergesse, ist nichts anderes mehr in Logik. Ja, Spiegelchecks müssten wir jetzt auch alle soweit gesehen haben. Ja. Oh, schöner Coin-Jump. Ja, freut er sich selbst. Ja, der war gut. Ja, auch gleich ein schöner First Fail, sowas sieht man im Stream immer gerne. Muss ich dann also auch gleich ein Butterschwert abholen von Catfish, während Müsli jetzt in Pott unterwegs ist. Ja. Ha.
Also Müsli muss hier nach dem Podplay irgendwann die Swiftchen spielen und den Firewatt abholen und Muftai muss jetzt mal nach Eastern Palace gehen. Ja. Den Big Chest haben wir gesehen, da ist nur eine Mail drin. Aber ja, Müsli hat die noch offen, das stimmt. Muftai hat sie relativ schnell nachgeholt. Ja. Ich soll ihn später sowieso gerne fragen im Interview, warum er da so episch drauf war. Ja, das ist jetzt auch der Eastern Palace Play bei ihm. Dürfte auch wirklich nichts anderes mehr offen haben. So, jetzt bin ich gespannt, ob Müsli hier gleich den PCU-Glitch aufsetzt und ob der bei ihm klappen wird. Hat er eine Potion dabei? Er hat vorhin seine Red Potion getrunken. Ich weiß nicht, was in den anderen beiden Bottles ist. Okay, ja, dann wahrscheinlich nicht. Oh, stimmt, und Müsli hat ja noch ganz TT offen. Er hat ja nach dem Tod im Hallway hinten, im Hellway, dann quasi rausgequittet. Ja, das wird er wahrscheinlich auch noch vor TA machen. Gehe ich fest davon aus. Würde dadurch aber auch ein bisschen Zeit sparen im Vergleich zu Muftai. Naja, gut. Dadurch macht er dann auch schon das zweite Mal, aber. Ja. Muss aber nicht nochmal separat für die Big Chest zurück, er hat dann den Hammer schon. So, und hier die zwei Smolkies, die du vorhin angesprochen hast. Interessant wird jetzt das das Duck Maze. Mhm. Immer wieder fies dieser Schalter, der kann dann immer wieder trollen, dass man falsch ist, den umzulegen. Ja. Muftai hat ja gerade seinen Quake geholt. Sein Ziel tut halt auch keinem. Nee. Oh, Müsli. Okay, ich wollte gerade sagen, Müsli, es gibt hier wahrscheinlich gerade den Biki. Es gibt den Biki. Ah, das ist ärgerlich. Oh, Muftai ist auf dem Berg. Wir sehen tatsächlich einen TR-Play, so wie es ausschaut. Ja. Oder hoffentlich. Erstmal Kritter droppt. Also, er dürfte auch nichts anderes mehr. Da will er jetzt noch den Ice Rod holen. Weil das würde so nicht funktionieren. Fake Clipper kannst du den leider nicht holen. Du musst quasi stehen im Wasser, um zu spiegeln. Genau. Also dann müssen wir in Turtle in Skullwoods einen Waterblock aufsetzen und. Was sieht so stark danach aus? Yep. Ah, das ist ärgerlich da. Okay, da fällt es ihm auch auf. Ah, und jetzt versucht er hier noch einen Fake Flipper aufzusetzen. Okay, ja, versucht's nicht. Okay. Wäre aber möglich gewesen mit seinem Equipment. Wäre möglich gewesen, aber ich denke, mir ist jetzt aufgefallen, dass er mit dem Fake Flipper auch nicht mehr kann. Hey, der Kane of Sumaria, Kane of Burner bei Müsli in Dark Mist. Ja, der quasi auch Spy Cave quasi hinter den Bogen setzt. Mhm. Oh Gott. Ja, was ein fieser Seed. Auf jeden Fall, der hat. Geh in den einen Pendant Dungeon rein, um in den anderen Pendant Dungeon reinzukommen, aber erst nachdem du den Firewatt unter dem Mirror aus der Smith Chain geholt hast. Nicht nett. Aber so wie es ausschaut, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich sogar required, die Smith Chains für den Spiegel und den Fire Rod zu spielen, um jetzt in TA wirklich Progression rauszuziehen. Ansonsten müsste es halt wirklich schon in der ersten Kiste liegen.
Ja. Es gibt ganz seltene Turtle Rock Layouts, wo man tatsächlich ohne Firewall bis zur Laserbridge kommt, aber ja. Das würde schon ein sehr spezifisches Key Layout erfordern. Da bräuchten wir hier vorne in der Chest ein Small Key, in der Change Room Chest ein Small Key und in der Vanilla Big Key Chest ein Big Key. Und in der Big Chest wieder ein Small Key. Und dann kann man kommen bis zur Laserbridge, auch in Logik. Aber ja, Key. der Tom ist direkt gestorben. Muss tatsächlich die Smith Chain vorher spielen, ohne Spiegel. Oh Gott. Wer auch immer den Seed gerollt hat, er hat es gut gemacht. Das war Rahlen. Grüße gehen raus. Genau, wo wir sowieso dabei sind, allen, der den Sieg gerollt hat, Kato, der den Wüstum aufgesetzt hat, also auch nochmal ein großes Dankeschön an die beiden. Und natürlich auch noch einen Shoutout an Nockel, der den Sieg hier heute trackt und das auch ganz hervorragend macht. Ja, und ein Shoutout an Turtle Rock. Das natürlich jetzt auch ein bisschen spannend macht. Das Item, was uns jetzt weiterbringt, wird hier nicht einfach vorne im Seed entgegengeworfen, nein, oder im Dungeon entgegengeworfen, nein, man muss auch noch richtig weit rein. Es wäre jetzt schon lustig, wenn auf der Laserbridge die Flippers liegen und dann Twinix wirklich den Bogen hätte. Es wäre lustig, aber auch verdammt fies. So. Genau, und dann nutzen natürlich auch nochmal ein Ups, großes, war großes committed. Shoutout an unsere Wanner, die hier auch auf jeden Fall eine gute Show abliefern und sich für unsere aller Unterhaltung durch diesen Seed durchquälen. Auf jeden Fall. Lass den gerne mal ein Follow da oder schreib ein bisschen in den Chat, wenn die wieder mal live sind, dann. Freuen die zwei sich auf jeden Fall. Ganz genau. Ja, und Turtle Rock macht es noch immer spannend. Ja, man hätte wahrscheinlich auch wieder lieber Items mitzählen sollen, um zu gucken, ob noch irgendwas auf Trinix liegen kann. Ja. Mir ist so, als hätten wir jetzt einfach nur zwei Small Keys, den Vicky und. Ich glaube, es war eine Karte gesehen und eben jetzt das Herzteil. Aber gut, jetzt haben wir etwas Mimic Cave. Holy hat aufgepasst. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zumindest ein Item hatten. Also wir müssen schon zwei Nicht-Gies gefunden haben. Ich weiß nur nicht, ob das eine Karte war oder nicht. So. Ist die hier leider nicht nach Script unterwegs. Off Magic. Nicht das, was man jetzt sehen unbedingt haben möchte, aber man nimmt es gerne mit. Ja. Nee, kein Blind-Script, aber trotzdem solide geschafft. Jetzt natürlich auch mit der Redmail unterwegs, das ist schon auch sehr hilfreich. Und jetzt auch wieder mit dem Dungeon Lead für Müsli. Aha. Ich denke, es könnte sich auch ausgezahlt haben, hier nach Logik gespielt zu haben. Oh, Muffler wird hier richtig schön getrollt von dem Roller. Mit einem Kompass belohnt. Ah. Ich bin mir jetzt wirklich nicht ganz sicher.
glaube, dass wir die Karte nämlich vorhin hatten. Das würde heißen, dass Twilix tatsächlich ein Item hätte. Ja, brauchen auf jeden Fall noch einen Smoky auf die Laser Bridge. Heißt, hier können auch nur drei Items sein. Aha. Ah, nee, okay, es war ein Herzcontainer auf der Laser Bridge. Auf der, Quatsch, auf der, also auf der rechten Seite von Turtle Rock. Also, es kann sein, dass Twinix die Karte hat. Okay. Die erste und zweite Kiste. Oh mein Gott. Das ist das IFA. Das ist das IFA. Oder der Blitzbill, wie einige Leute sagen würden. Ich glaube, Bugteil gehört dazu. Yep. Okay, aber ich glaube, dass wir dann tatsächlich alle Items hier raus haben. Oh Gott, okay, also. Ja, geh nach Eastern Palace für ein Medaillon, um Independent Dungeon das Medaillon für den Crystal Dungeon zu holen. Ja, dann müsste es aber auch wirklich in Maya was liegen. Mal wieder. Ja. Dafür ist das Pet tot. Bogen kann auch drauf sein. Ja, aber nicht der erste. Wieso nicht? Weil Eastern Palace ein Pendant ist. Ja. So, ja, stimmt. Also, es kann ein Bogen da liegen, aber... Ja, du hast absolut recht, klar, natürlich. Stimmt, Eastern Palace ohne Bogen abschließen ist dann doch eher etwas schwierig. Und ich finde es auch nett von Muftai, dass er uns hier gerade den Bird Toss zeigen wollte. Das aber leider nicht geschafft hat. Ja. Aber der Versuch ist es wert. Auf jeden Fall. 100% worth it. Absolut, ja. Große Shoutouts dafür. Ja, always go for it. Das müsste jetzt auch die Smith Chain für Müsli sein. Genau, den ersten Teil hat er schon abgeschlossen. Ich brauche jetzt die Purple Chest. Ja. Ja, dann musste ich dann noch den Firewatch holen. Und dann nach Turtle Rock. Gespannt. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich auch erst noch ein paar Spiegelchecks so sehen. Mhm. Und wir haben tatsächlich einen Meier, der es spannend macht. Eigentlich ist es immer so, wenn man eh noch Items sucht, dann hat man eigentlich immer einen Gottmeier. Aber nicht in diesem Seed. Wollen die Full Experience haben. Ja, da hat Müsli jetzt auch seinen Spiegel. Ach, ein Kompass. Ja, da sollte man auf der besten direkt zur Cutscene-Chest gehen. Denn auch wenn auf der linken Seite kein Mickey oder Smoky liegt, dann ist es halt, dass beide Kisten hier entweder ein Item haben oder halt Map oder Kompass oder den Mickey. Ja, aber wir haben die Map schon gesehen. Und den Kompass auch, von daher liegt ja garantiert ein Item oder der Mickey. Also, ja. Es bietet sich an. Oh, Müsli, du hast keine Flippers. Sieht gerade aus, als wollte er hier Swamp spielen. Oh no! Ich dachte, er geht nur fürs Bombos Tablet. Ja, ich auch. Not like this. Ah. Und das ist das erste Item für Muftoy und das ist tatsächlich einfach nur 100 Rupees gewesen. Sind einfach nur 100 Rupees gewesen. Ja, aber die Logik hat uns hergeführt, also. Ja, ja. Das zweite Item müsste was haben. Muss Progression sein, ja. Der Red Crystal war Swamp, also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Also. Das sind Sie. Jetzt können wir uns endlich den Ice Rod holen. Oh Gott, ey. Was für ein Seed. Nein, aber damit wird Mufta jetzt wahrscheinlich gleich Eis und Swarm spielen. Ja.
Ist jetzt hier auch nur noch ein Bogen von Gorbat entfernt. Ah, hat jetzt keinen Smolky, muss also den langen Weg laufen. Oh, Müsli ist auf dem Weg zum Fire Rod. Ja. Und du musst schon mal sagen, dass Mufta hier doch jetzt inzwischen eine ganze Ecke vorne ist. Und er muss noch Eisbett abschließen, was Müsli schon getan hat. Aber Müsli muss jetzt auch erstmal noch nach. Nach Rock. Dann nach Maya öffnen, also. Ich glaube, Eisbälle spielt sich dann doch eine ganze Ecke schneller. Aber Müsli auch ein bisschen unentschlossen hier. Sehen, was er als nächstes macht. Oh, die Spiegelchecks liegen halt extremst weit auseinander. Mit K45, Graveyard Ledge. Das lässt sich praktisch gar nicht zusammen einrouten. Das sind alles Single-Checks, die man jetzt machen müsste. Ja. Spooky Action! Ach ja, mit wie es so ohne Cape zu machen, aber mit Butterschwert ist halt auch ein bisschen ärgerlich. Kann man schön die NMG-Strats eigentlich machen. Mhm. Unangenehm ist es eigentlich das Auge ohne Bogen. Ja. 8 Slashes mit dem Butterschwert braucht man. Oh, geht ja auch sehr aggressiv drauf. Aber funktioniert. Ja, aber worth. Sorry, dass er zuerst Eis spielt, tatsächlich. Das denke ich auch. Eis kriegst du die Items halt doch quasi alle auf dem Weg. Ja. Plus, so wie er bisher gespielt hat, so in Logik geblieben, macht es halt auch eigentlich mehr Sinn. Weil er sich nach Eis dann quasi entscheiden kann in Swamp, ob er die Left-Side macht oder nicht. Mhm. Je nachdem, ob er den Bogen findet. Ja, sind ja auch außer, als hätte er sich gerade nochmal umentschieden. Weise Entscheidung. Absolut. Vor allem, was auch sehr schön ist, wenn du nach Swamp dann immer noch keinen Bogen hast, kannst du halt direkt die Purple, die Red Bomb spielen. Und wenn du halt Swamp zuerst spielst, dann ja, hast du halt noch Eis offen. Willst du dann wirklich die Red Bomb spielen? Bietet sich halt nicht ganz so an. Ja, nach Eispellet werden wir sehen, wie weit und ob Mufti wirklich vorne ist. Mhm. Aber ich denke, du hast recht, ja, weil Mufti müsste dann quasi in der gesamten Zeit jetzt noch durch die A laufen und Maya abschließen. Ja, ganz genau. Und das dauert dann doch ein bisschen länger, denke ich. Es sei denn natürlich, Mufti stirbt nochmal bei Coldstair, dann... Aber dann das bist ist du halt schuld, weil du es jetzt gerade erwähnt hast. So. Okay, so und nicht anders. Oh nein. Oh, was hab. Immer dieser Commentators-Curse. Oh, nee. Irgendwann in dem Turnier muss ich ja mal anfangen mit den Commentator-Curses. Aber ich glaube mit Red Mail und Buttersword. Und 14 Herzen. Ja, Horse Magic. Also. Allem. Ja. Da ist es schon gar nicht mal mehr so einfach, bei Coldstar zu sterben. Wirklich einer dieser Bosse, der mit wenig Equipment schon zu den schwersten im Spiel gehört und mit gutem Equipment halt geschenkt ist. Das stimmt.
Stimmt, ja. Chat weist gerade darauf hin, Turtle Rock ist das Green Pendant. Also so gesehen ist er auch noch ein Item of Phoenix. Oh je. Oh je. wenn ich schon curse, dann richtig. Das wünsche ich keinen von beiden. Nee. Nee, wirklich nicht. Aber wenn wir von euch hier vom Fett betrogen werden. Ja, danach einfach den Bogen auf dem Green Pendant skippen und das Pad für den zweiten ziehen. Einfach weil man es kann. Ja. Klingt nach einem guten Plan. Ah ja, okay, und da haben wir jetzt mal ein Ice-Team gesehen, da war auch nur ein Platzteil drin. Ja, Mutter ist jetzt hier also auch schon kurz vor Colts, ja. Ja. Und Müsli jetzt gerade mit den Chainchops rumsteht. Also, ja, ungefähr ein ganzer Meier und ein halber Turtle Rock Vorsprung dann wahrscheinlich. Das ist schon ordentlich. Also damit müssen die sich ganz schön strecken müssen, um das noch aufzuholen. Allerdings. Ja, das war ein sehr, sehr schneller Fight. Ja, richtig gut gemacht. Quasi sehr angelehnt an den NMG-Coaster-Fight. Ich hab auf jeden Fall mit dem Dash Poke. Genau, aber hier freest. Ja, aber jetzt das Swamp Play. Ja. Genau, er dürfte halt auch wirklich nichts anderes mehr offen haben. Zeitpunkt, also ja. Zumindest aus Sicht der Logik, und das weiß er ja. Also das einzige und richtige Play, was er machen kann. Genau. Gut, er könnte sich den Eiswort abholen und das Screen von den checken, aber ja, nein. Ich glaube, da spielt man dann doch lieber erstmal Crystal Ice Palace. Ja. Swamp Palace. Auf jeden Fall. Der Chat will wirklich das Green Pendant sehen. Ja, so gesehen, eine ein Neuntel Chance auf das Green Pendant. 6 Checks in Swamp, 2 Checks auf der Red Bomb. Und ein Check dann auf dem Green Pendant. Außer zwischendurch taucht noch die Schaufel auf. Bitte nicht. Direkt schon mal die Karte in der ersten Chest in Swamp. Das heißt, man weiß jetzt schon, Lift Tide Swamp hat mindestens ein Item. Ja, aber wenn du nur noch ein Item vom Gormod entfernt bist, dann spielst du da jetzt erstmal, glaube ich, nicht drauf. Nee, tut man nicht. Aber es ist immer schon so dieser Moment, wo man sich denkt, ach, als ob das Ding, was ich jetzt suche, einfach auf dem Weg zu Argus liegt, das wird eh Left Side Swamp liegen. Ja, und deswegen skippt man auch die Compass Chest. Das ist ein guter Play. Ja. Dauert verhältnismäßig lang. Und wenn du für die Left Side sowieso nochmal reinkommen würdest, wenn es hinten nicht liegt, warum dann nicht damit verbinden? Stimmt schon, ja.
Ja. Habe ich tatsächlich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und ich glaube, wenn ich das so spielen würde, würde ich es auch einfach vergessen, dass ich die Chest mir heute gemacht habe. Aber an und für sich ist das eine echt gute Idee. Mache ich auch gern ab und zu mal, um mir die Left-Zeit quasi warm zu halten. Wenn ja. Ich aus Swamp rausgehe und weiß, oh nein, er geht direkt auf die Left-Zeit, okay. Wow. Weil es liegt nur noch ein Item da, dann bin ich eher geneigt, das zu skippen. Aber wenn ich weiß, ey, da ist noch eine Compass-Chest, die noch zusätzlich da ist, dann zwinge ich mich quasi selbst wieder rein. Quasi so eine Art psychologischer Effekt. Spannend. Ja, Müsli hat sich ja jetzt gerade sein IFA abgeholt. Und weiß jetzt auch, dass er gleich in Meier weitersuchen darf. Das wird ihn freuen. Ja. Yep. Nehmt ihr doch die Safety Door mit. Ich denke eigentlich nicht, dass er die jetzt unbedingt. Ach so. Ah ja, stimmt. Klar, keine Safety. Quatsch. Kann natürlich eh kein Phoenix machen. Oh, er holt die Sparrow Cave nach, Sparrow right? Cave nach. Ja. Und das wäre jetzt, glaube ich, so ein Check an dem Punkt, wo ich sagen würde, wenn es jetzt da liegt, dann hat das mein Gegner. Mhm. Also skippe ich das für immer. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite, klar, wenn das jetzt nicht checkt, dann checkt das nie. Also das ist jetzt die allerletzte Chance. Wait, hat er das Liefer-Tablet noch auf? Oder das soll jetzt die Spike Cave werden? Ja. Okay. Ja, da wissen wir, dass es nicht in Logik ist. Also wenn hier im Bogen liegt, dann ist der out of logic. Ja. Es sei denn, Muftai findet jetzt ein Swamp and Cape. Oh je. Oh Gott, so viele Sachen. Puh, ja, Left Side Trumpf war auf jeden Fall ein Race of Time. So viel wissen wir schon mal. Das ist jetzt spannend. Der Burner lag bowlocked in Pot. Der war im Dark Maze. Genau. Mit zwei Small Keys auf der bowlockten Seite. So. Und taucht er einfach hier auf? Nee. Immer noch kein Bogen. Mann, und davon gibt es sogar zwei im Itempool. Ah, und da ist der Big Key, sehr schön. Oh, jetzt die Entscheidung, laufe ich jetzt zurück oder mache ich es gleich? Ach, nee. Ich denke, an der Stelle gehst du auch eigentlich immer zum Boss, oder? Ja. Ich meine, wenn der Boss am Ende dein Go-Mode-Item hat, dann musst du nicht nochmal rein für die Big Chest. Mhm. Aber das ist halt auch der Punkt, weswegen es wahrscheinlich smart gewesen wäre, die Left-Side erstmal zu skippen. Ja. Genau, also man spart schon. Boss wirst sowieso nochmal reinzukommen. Spart halt ein kleines bisschen Zeit, wenn man die Left-Side direkt spielt. Mit dem Swolky, aber wenn man halt nur ein Item sucht. Und dann noch der Biki hinten liegt und sowas, und man ihn nochmal rein muss, ja. Oh mein Gott. Oh nein. Das hast du jetzt gecursed. Okay, das nehme ich auf mich. Oh. Kann doch nicht wahr sein. Ich muss jetzt nochmal sagen, es gibt zwei Bögen in diesem Spiel. Ja, zu dem Zeitpunkt würde ich jetzt sagen, dass der zweite höchstwahrscheinlich in GT liegt. Ja. Oder auf Palmas for King. Geschenktes Silbers. Let's go. Oh, Pot Big Chest. Das wäre auch so eine Location, die haben wir bei keinem der Bandrunner gesehen. Ja, nicht in Swamp.
Oh, wenn die Big Chest, oh mein Gott, ich kann schon nicht mehr reden, tatsächlich den zweiten Bogen hat, ne? Aha. Was hätten die zwei sich hier sparen können? Oh, einiges. Oh, das sieht nach einem Eiswurf-Teil aus. Dann wärst du wahrscheinlich mit dem Aether auf der Laser Bridge im Go-Mode gewesen. Den Flippers aus Meier, aber ja. Boah, genau. Apropos Flippers aus tatsächlich Meier. Den Eiswurf. Flippers hat sich gerade Müsli abgeholt. Ja, aber ich denke, da wird jetzt schon noch die Schaufel ja, checken und die Red Pump. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich an seiner Stelle hätte die in Eiswort auch wirklich erst nach den anderen Sachen abgeholt. Also einfacher nach der Red Pump. Oh Gott. Wow. Okay, alle Leute, die auf Screen Pendant hoffen, ihr habt inzwischen nur ein Drittel Chance. Das stimmt, wir haben jetzt mittlerweile tatsächlich alles andere gesehen. Oh nein. Auf jeden Fall liegt das jetzt hinter irgendeinem Dungeon-Preis, entweder Green Pendant oder Red Crystals. Der Buch erinnert sich daran, dass er Ärger gemacht hat. Let's go. Oh, sehr schön. Spart die ganze Ecke an Zeit, wenn man das so rummacht. Ich höre mir gerade bei Müsli wieder, dass er gerade wieder Living on the Edge ist. Kurz vorm Tod. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er sich zwischendurch was eingekauft hat. So, zwei Chancen. 50% für Ah! Ja. Ja? Ich nenne das mal einen Vanillabogen, ne? Aha. Ja. Oh Gott. Ja, das Green Pendant hat mich leider enttäuscht. Schade. Dafür sehen wir im Abspann, was drauf lag. Oh ja. Beim Green Pendant? Nicht, oder? Vielleicht. Das ist die die diplomatischste Antwort, die ich dir jetzt aufgeben kann. Wir sehen, was das Pad hat. So. Ja, das stimmt. Ja, wenn Ganon wird uns eher verraten, wo der zweite Bogen ist. Weißt, die waren ja jetzt nicht einfach in GT schon drüber stolpern. Was sehr gut möglich ist. Ah ja, richtig, Muftai muss noch. Ah ja, richtig, er muss sich noch einen Smolky abholen. Ja, früh genug gemerkt. Auf jeden Fall, ja. Das will man nicht merken, wenn man erst in den Darkroom vor Helmer steht. Was meinst du, fühlt sich Muftai zu dem Zeitpunkt jetzt ahead oder behind? Ah, ich denke, er wird sich nicht so gut fühlen. Er weiß, dass er vorhin in den Port relativ viel Zeit liegen hat lassen. Also, er hat ja zwischendurch mal so 5 Minuten, wo er ein bisschen orientierungslos war. Ja, es gab immer wieder Stellen zwischendurch, wo er vielleicht auch hätte flöten können. Quasi einen schnelleren Weg hatte, das stimmt. Aber ich glaube, in dem Seed kannst du dich auch einfach gar nicht gut fühlen. Ja, ich frage mich gerade, was er da jetzt gerade macht. Ich weiß auch nicht, ja, den Biki. Ich glaube... Hat gerade nochmal das Inventar gecheckt. Hat's gecheckt, hat er Biki gesehen? Okay. Er will uns unbedingt noch die Big Chest zeigen. Ich meine, ich bin nicht sauer darüber, ich will es ja auch gerne wissen, aber... Doch, dein Hammer hier.
Aber alles schön und gut, aber warum? Ich hab tatsächlich halt beim Müsli hingeschaut, was war denn drin in der? Ein Herzteil. Herzteil, okay. Jetzt hat er es, glaube ich, gemerkt. Ja. Seine Gestik, Mimik und Gestik sieht so aus. Okay. Ja, das ist die Nervosität. Aber irgendwie lustigerweise immer ein Pott bei ihm. Sonst spielt er das eigentlich sehr solide hier runter. Auf jeden Fall. Hier auch wieder ein schöner Item-Dash. Und Müsli ist jetzt aber auch auf dem Weg. Achso, Nachtswamp. Klar. Ja, Müsli muss noch. Muss noch ein bisschen was nachholen. Mhm. Also muss der hier mit anderthalb Dungeons Vorsprung. Ist schon. Ein deutlicher Vorsprung, kann man doch so sagen, an der Stelle. Aber ja. Ganz sicher noch nicht, das Race ist ganz sicher noch nicht entschieden. Es können doch noch einige Sachen passieren. Aber einen wirklichen Vorteil haben wir schon. Die TBK kann noch mal ein paar Minütchen kosten. Oh ja. Je nachdem. Genau, ich lasse den Bicky halt einfach im Teilroom liegen und dann, und müsste direkt auf Gambeln, dann hat er wieder, kann er hier doch einen ordentlichen Vorsprung, oder sich einen ordentlichen Vorteil zumindest wieder herausspielen. Schöner Key Dash hier, zu Hammer. Aha. Ich frage mich, ob der aufgesetzt war, ob es da ein Setup gibt oder ob das einfach quasi jetzt glücklich war. Da gibt es Visual Cues für, ja. Ja. Also du kannst, du kannst auf verschiedene Sachen achten. Ich achte immer meistens auf die Spitze vom Lichtkegel, wenn ich den zweiten Terrapin da umgeworfen habe. Dann hast du einfach gewisse Pixel, die dir sagen können, ob der Key Dash klappen würde oder nicht. Okay. Also ob du abbrechen musst oder ob du durch kannst. Mhm. Spannend, das muss ich auch, kann ich mir auch mal nochmal anschauen. Ja, auf jeden Fall muss er hier mit seinem siebten Crystal. Genau, da gibt es ja noch ein kleines Spiel. Willst du es erklären? Will ich es erklären? Ich will es nicht erklären. Ich auch nicht, aber ich mach's trotzdem. Dann lassen wir's. Bin ich gar nicht böse drum. Nee, ich auch nicht. Aber ihr wisst Bescheid, es gibt 22 Checks, wo der Key sein kann. Also schreibt eure 2 von 1 bis 22 in Chat. Wenn ihr das denn wollt. Das fand ich eine kurze, knackige, gute Erklärung. Oder? Ja. Ich denke, mehr muss man dazu nicht mal sagen, das Spiel ist doch allen bekannt. Wo es nicht mal mehr ein Bot dafür gibt. Verdammt. Ich bin heute mal für die 7. Der Mufter nimmt hier das Portal unten auf dem Berg. Ich denke mal, das TA-Portal wäre ein kleinen Tick schneller gewesen, wenn man sich nicht von den Dead Rocks trollen lässt. Wenn... Die Deadworks haben heute ja oft genug schon bewiesen, dass sie doch sehr trollig sein können. Ja, vor allem auf Müslis Seite. Mhm. Der hier auch ohne Diver Down zum Swamp-Boss geht. Tatsache, ja. Scheint hier noch zur alten Schule zu gehören. Oder zur NMG-Schule. Ui, ein Vanilla gespielter Dungeon, das geht ja gar nicht. Und damit moved er jetzt in GT. Mhm. Und geht hier auch erstmal auf die rechte Seite.
Okay. Da ist das Cape. Interessant, trotz Smolkies geht's jetzt nach links. Aha. Ja, wird dann wahrscheinlich auch komplett auf der linken Seite bleiben. Ich denke auch. Dann, also bis zu den Amoswärts durchlaufen müssenfalls. So. Die 4. 5. No. Nee, lässt noch ein bisschen auf sich warten. Müsli freut sich in der Zeit über die Schaufel. Ja, und hat jetzt auch die sogar noch unangenehmere Entscheidung als Mufta, der sich schon hatte. Geht er jetzt wieder rein? Für die Left Side jetzt auch noch? Geht er zur Schaufel? Geht er zur Red Bomb? Ja, weil also du die Left Side noch offen gelassen hast. Ja. Ja, man sollte es eigentlich schon machen an der Stelle, aber ich könnte auch absolut verstehen, wenn er jetzt einfach gleich die Schaufel checkt und die Red Bomb spielt. Ja. Es ist halt jetzt quasi ein Coinflip für ihn. Ja, wenn das früher im CT-Chance gewesen wäre, dann auf jeden Fall. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, wo das war der Fire Snake Raum. Ja. Okay. Müsste die 2, 6, 7, 8, 9 gewesen sein, wie Nockel auch gerade schreibt. Yep, da komme ich auch drauf, yep. Okay. Ja, dann, sehen wir irgendwo eine 9. Jo, König des diestägigen Picky Guessing Games ist Rasgulas. Glückwunsch dafür. Jo, GG's. Genau. Ja, genau, wenn Mufta jetzt hier also den Climb spielt und Müsli sich jetzt noch nach dem Bogen umsucht, schon mal eine kurze Mitteilung zum Programm. Wir sind halt im Schedule ein bisschen hinterher und werden quasi auch hier, wie jetzt mal im Race davor, direkt dem Mufta höchstwahrscheinlich Ganon besiegt hat, den Stream auch beenden. Es wird kein Interview geben und wir gehen dann direkt zum nächsten Spiel über. Ja. Ich weiß gar nicht, was für ein Spiel das ist, was uns da bevorsteht. Warte, ich kann schnell nachgucken. Sind wir auf 1 oder auf 2 gerade? Wir sind auf 1. Dann kommt um 21.40 Uhr Terminator gegen Dr. Diabetes. Oh, 21.40 Uhr war vor 25 Minuten. Ja, dann wurden die zwei wohl zurückgehalten. Schätze ich zumindest mal. Ich denke auch, ja. Ja, die zwei warten gerade noch in ihrem Racetime-Raum. Alles klar. Ja, es ist halt immer ärgerlich. Wir haben so viele Spiele und die halt parallel laufen. Man kann halt echt nicht alles zeigen. Ja, gerade bei der Anzahl an Spielern dieses Jahr. Mhm. Muss sich jeder so ein bisschen gedulden, aber wir versuchen möglichst viele Leute in den Restream zu kriegen. Genau. Also es ist schon so ein inneres Ziel, dass mindestens jeder Spieler doch mindestens einen Restream haben soll in dem Turnier. Ja. Lieber noch mehr als einen, aber einer ist das, was wir uns auch vornehmen, was uns ja halt glücklich machen würde, wenn wir das so schaffen würden. Ja, und vor allem solange die Bereitschaft hier zu kommentieren, zu tracken und sowas noch so hoch ist, sollte das auf jeden Fall ausgenutzt werden. Und ich finde es super, dass wir hier quasi jeden Tag am laufenden Band Restreams haben. Das macht richtig Spaß. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal kurz überlegen, wenn Mufta hier gewinnt, wonach es ja sehr stark aussieht, dann sollte er die Begegnung auch gewonnen haben.
Ah ja, okay. Und wird dann auf den Gewinner der Begegnung von Skipsy gegen Kilia treffen. Der Spiel müsste es, glaube ich, noch 1-0 stehen für Skipsy, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. So, und da sind wir auch schon bei Moldom 2 durch. Hier gibt es eine schöne Visual Cue, wenn man rüberhucken kann. Und zwar sobald Moldoms Kopf nicht mehr in der Explosion zu sehen ist, kann man quasi den Hookshot betätigen. Mhm. Dann huckt man an die erscheinende Kiste. Genau. Ist echt ein praktischer Cue. Ja, außer man killt ihn so weit links, dass er einfach nicht zu sehen ist. Ja. Aber es ist halt auch, sonst auch immer schwer, das Timing so drauf zu haben. Irgendwie braucht er dann noch immer länger zum Explodieren, als man denkt. Geduld. Aber ich will das Spiel schnellstmöglich durchspielen. Ich hab keine Geduld. So, was wir immer noch nicht wissen, aber von Gunn und Lech erfahren werden, schöner Double zum Schluss, ist, wo denn jetzt unser zweiter Bogen jetzt liegt. Ich würde mal ganz stark vermuten, dass der in GT selbst ist. Mhm. Denke ich auch, aber Queen Pendant ist tatsächlich noch eine Option. Und das fällt auch noch. Aber sonst so ziemlich nichts mehr. Jetzt geht's zu Gendon. Ordentlich drauf einprügeln, mit dem Goldsword einfach durchziehen. Ja. 6 Slashes braucht man pro Phase nur mit dem Goldschwert, also das ist dann doch ein relativ entspannter Fight. Ja. Nutzt sie auch das Cape, um sich halt nicht treffen zu lassen. Kann sich dann an der Wand festhalten, dann verbraucht das Cape nicht mehr Energie. Rüstet hier auch schon die Lampe für den Torch-Glitch aus. In My Tower. In My Tower. Okay. Oh, sehr schön. Ah, ja. Oh, na, oh. Ich würde gerade loben, dass er hier sogar den ersten Spin reinbekommt. Aber das hat immer das Risiko, dass man dabei den Torch-Glitch dann verpasst. Und genau das ist dann auch passiert. Wir sollten genug Energie haben. Oh no, jetzt blute ihn. Aha. Sollten genug Energie haben, um es trotzdem zu schaffen, auch mit Fire Rod. Ich glaube, die zwei hatten nochmal irgendwo eine Blue Goo aufgesammelt. Mir ist auch so, ja. Aber ja, ist trotzdem ärgerlich. Triples sind nahezu unmöglich und damit ist fast schon das Beste, was hier möglich ist. Also Triples gehen auch, aber da muss man das Timing schon sehr gut drauf haben. Ja. Was ich nur empfehlen kann, ist an Move-Trace-Stelle gerade, wenn er sieht, okay, ich kann den Spin eh nicht mehr aufladen, kann man mit Tempered oder Goldsword versuchen, einen Slash reinzukriegen. Wie jetzt. Mhm. Ist auf jeden Fall worth it. Genau. Gerade mit dem Butterschwert macht das genauso viel Schaden wie ein Spin, also. Sehr empfehlenswert. Da muss er vielleicht ein bisschen aufpassen, dass er sein Firewall nicht ganz so verschießt. Jetzt ärgert er sich auch. Ja, kann ich verstehen. Das kostet jetzt halt auch alles wertvolle Zeit. Ja, vor allem mit 55 auf der Uhr. Ja, ganz genau. Fühlt sich das jetzt auch nicht mehr so toll an. Aber das war jetzt schön. Das war ein schöner Triple, ja. Oh, das wird auch einer. Wenn es denn noch 3 Hits gewesen wären. Ja, werden es nicht, ja. Damit wird Mufta dieses Race auch gewinnen. Also schon mal ein großes GG an ihn. Gewinnt jetzt das Match mit einer offiziellen Zeit von 1 Stunde 55 und 41 Sekunden.
Und Mystic spielt den Seed jetzt aber auch zu Ende, wie es aussieht. Das werden wir euch dann aber wahrscheinlich nicht mehr zeigen können. Aber haut erstmal eure DGs noch in den Chat, natürlich. Ja, wie gesagt, Interview wird es leider nicht geben. Dafür aber das Spiel von Dr. Diabetus war es gegen Dominator, genau. Die zwei haben jetzt schon lange genug gewartet. Dürften jetzt mittlerweile sogar, ich sag mal, im Delay losgelaufen sein, ja. Also nochmal großes GG an Muftai, der hier auch die Begegnung dann quasi für sich entscheidet und ins Upper Bracket einzieht. Genau. Ja, weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange wir noch online sein werden. Auf jeden Fall können wir nochmal schnell. Da kann ich nochmal ganz lieben Dank an Duden fürs Co-Kommentieren von dem Seed. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Auch nochmal ein Shoutout an Nockel, der dieses Race hier getrackt hat und das auch hervorragend gemacht hat. Genau. Und ansonsten auch mal einen großen Dank an Kato fürs Wisdom aufsetzen und an unsere Runner dafür, dass sie eben noch den Wisdom mitgemacht haben. Und ja, dann geht's ja wie gesagt direkt Hand in Hand weiter mit dem nächsten Race. Oh, viel Spaß dabei. Genau, schönen Abend.